Da oben ist der schöne Absprung. Dann geht es hier über die Straße, da rein und dann hier den Berg runter. So, wir haben jetzt hier einen Spot gefunden für ein Roadgap und das schauen wir uns jetzt an. Also da vorne sieht man die Straße und im Prinzip von da, da ein Absprung und da ist die Wendung. Also hier war der ursprüngliche Plan, darüber zu springen. So, wenn man es jetzt mal sieht, von da darüber. Aber weil die Landung zu flach ist, haben wir jetzt da vorne einen Roadgap gesehen, da wo der Wagen steht. Da unten. Und da hat man mehr Gefälle. Wir werden sehen. Wir schauen uns jetzt mal die Landung an und dann wird gegebenenfalls schon geschrägt. Im Gegenteil, im Vergleich zu vorher, eben weil die Umbaumaßnahmen sind in vollem Gange und das Roadgap nimmt langsam Form an. Wie wir sehen, ist hier der Absprung. Wupp, Auto. Und dann geht's darüber. Das wird auf jeden Fall mein dickstes Projekt, was ich bis jetzt gesprungen sein werde. Außerhalb des Flatterbands. Also ohne Renndruck. Update, Roadgap. Wir sind jetzt soweit, dass wir die Landung fast fertig haben. Und dann hier den Berg runter. Ziemlich verrückte Angelegenheit. Another day. Ich shape jetzt hier noch ein bisschen die Landung frei. Und dann werde ich nachher mal die ersten Roll-In-Tests machen und schauen, ob der Schwung und der Speed passt. Und ja. So, die Landung ist freigemacht. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir da hochschauen. Es ist ziemlich steil. Ich hoffe, dass man auf jeden Fall zum Stehen kommt oder das Fahrrad schnell genug runterbremsen kann. Weil da kann ich mich dann zwar noch durch die Sträucher kämpfen und irgendwie werde ich da auch durchkommen. Aber auf gut Deutsch, es wäre mir jetzt einfach zu anstrengend, die Landung noch länger zu machen. Das geht hier auf jeden Fall so hoch. Ein ganzes Stückchen und der Boden ist einwandfrei. Hashtag Werksboden. Genau, also der Sprung steht. Fertig. Nach summiert knapp 4 Stunden Arbeit, lediglich, naja, vielleicht 5, und fleißige Unterstützung von Rainer und Gitti. Steht das Roadgap. Hier ist die Anfahrt. Ist hier ein bisschen tricky, weil man hier noch so an den Steinen vorbei muss. Hält man hier so durch. Da nimmt man hier schon Speed auf. Bastelt sich hier irgendwie drüber. Dann kommt hier der Stepdown. Über diesen Rock, Roll, In, Drop, was auch immer. Hier rein. Muss dann hier wirklich die Bremse auflassen. Und da vorne sieht man diesen dünnen Baum, den muss ich anvisieren. Dann hier volle Lotte runter und hier rein, abziehen, rüberfliegen in die Landung. In der Theorie immer einfach, gell?
kommt dann halt auf die Praxis an. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt mit dem Rad schnappen, Helm aufziehen und dann anrollen. Mal gucken, wie es mit der Anfahrt klappt und so, dass auch alles stimmt. Und dann wird morgen oder in den nächsten Tagen der Tag der Tage, wo das Ding dann über die Straße gesendet wird. Ja! Richtung Kicker geht und nicht nur so ein kleiner Balkon, so dass man da mehr Schwung ausnehmen kann. Ich den Stein-Roll-In hier vorne gerade eben schon grandios ins Flat gesendet habe und das Roadgap ja eine Menge Speed braucht, habe ich jetzt hier noch einen kleinen Erd-Roll-In gebaut, um mehr Schwung mitzunehmen. Take 3, glaube ich. Ich habe einen Sprung kaputt gebremst. So, heute ist der Tag der Tage und wir fahren jetzt gleich hoch zum Roadgap und dann heißt es senden. Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös von der Distanz her und Größe her bin ich mir sicher, dass ich es kann. Aber da ist halt einfach eine Schlucht runter und eine Loserkante. Wenn man die erwischt, dann tut es weh. Deswegen, ein bisschen nervös. Fotograf wird gleich eingesammelt und ein paar Videoassistenten, dass wir da irgendwie das Ganze auch schön festhalten können und dann ja, dass wir nur noch dicke Eier haben, ne? Hansi, was sagst du? Vielleicht nervös. Echt, oder? Auto wird aufgestellt und jetzt liegt es an mir. Oh, oh, oh. Ich stehe jetzt oben, bin mega nervös. Ich mache jetzt einen Speedcheck nochmal anrollen, gucken, ob alles passt und beim zweiten Mal direkt drüber schießen. Ruft hier hoch, wenn kein Wind weht. Ja, das kann ja er machen. Was brauchst du? Jemanden, der sagt, wenn kein Wind weht. Ja. Dass ich nicht gerade rüberspringe, wenn so eine Böe kommt. Siehst du mich hier unten? Ja. Sehe ich dich da oben, ja? Ja. Ja, Ofen halt. Aber es war jetzt gerade irgendwie so wirklich, also wo jetzt beim Pickeln war, es war total windstill. Jetzt, wo du gefahren bist, gerade ging es los mit Wind. Ne? Ja. Ja, wir werden sehen. Aber es sah gut aus, oder? Es sah gut aus, ja. So, living the dream. Komm her! Yes! Variante 1 hat auf jeden Fall gut geklappt, war perfekt in Landung, super smooth. Ich wollte kurz vorher nochmal anbremsen, hab's dann doch gelassen. Genau rüber, perfekt in die Landung. Mega Gefühl, ey. Den Sprung jetzt irgendwie zwei Tage geshaped und jetzt dann in die Landung zu setzen, war echt krass. Aber ich habe auf jeden Fall gut Herzrasen gehabt. Und auch jetzt beim zweiten Versuch habe ich nicht weniger Herzrasen, sondern eher noch mehr. Weil beim ersten denkt man immer so, kann glücklich gewesen sein und jetzt kommt aufs Können an, ne? Dass man das Ganze nochmal wiederholt. Ja, gib mein Bestes. Okay! Thank you.
Juhu! Zweiten Versuch auch. Sauber die Landung. Yes! Hier ist auf jeden Fall eine gute Akte, jetzt um stehen zu bleiben, weil es geht die ganze Zeit hier steil runter und da unten habe ich hier eine Sackgasse gebaut, weil ich zu faul war weiterzubauen. Aber meine Berechnungen waren gut kalkuliert, sodass der Bremsweg ausgereicht hat. Ja! Yeah.